Hallo, guten Morgen, meine lieben Menschen da draußen. So, heute legen wir mal wieder Karten. Da gucken wir mal, um was es geht. Ja, gestern hatte ich keine Zeit, ich war beim Arzt, ne? Hoher Blutdruck, Viel zu viel Stress, so, und bumm, hoher Blutdruck, ne? Und schon geht's einem scheiße, ne? Ja, also guck, dass ihr nicht so viel Stress habt, ne? Gerade so durch toxische Leute entsteht ein Dauerstress, dem wo man auf die Dauer auch nicht verträgt, ne? Ja. Bei uns regnet es heute. Wetter nicht so schön, ne? Jo. Es gibt Tage, die sind grau und trüb. Und du fragst, wo die Sonne blieb, wärst mit ihr gerne wieder froh, doch das ist nun mal so. So, heute habe ich mal die Tarot von der Angelina Schulze und die Elfenlängermoor von M. Katz, T. Goodwin und David Gorsi. So, mit was fange ich denn an? Ich fange mal mit dem Tarot an. Was ist denn wichtig für uns? Im Namen Gottes. Auf was haben wir zu achten? Tritt eine Verbesserung ein, ne? Im Namen Gottes. Was ist wichtig? Bube der Stäbe. Also, es geht um Neuanfänge, die wohl noch in den Kinderschuhen stecken, ne? Tatendrang, du kriegst Unterstützung, kriegst neue Möglichkeiten, ne? Vielleicht triffst du eine Jugendliebe wieder oder hast eine heiße Affäre, neuer Liebhaber, beruflich gute Chancen, ne? Ja, genau. Die Stäbe stehen für Widder, Schütze, Löwe, ne? So, du hast es hier mit einem König der Schwerter zu tun. Also das ist eigentlich die Narzissmuskarte, ne? Jemand, der wohl sehr kalt ist, ne? Jo, nur vom Verstand her, sachlich kühl, ne? Ja, autoritär auch und distanziert, ne? Jo. Kann sein, dass du es mit so jemandem zu tun hast. Im Namen Gottes. Da kommt aber hier bei dem Neuanfang kommt eine schnelle Entwicklung. Ich habe 8 der Stäbe, ne? Vielleicht triffst du eine neue Liebe, ne? Begegnung mit neuen Menschen in der Liebe, ne? Es kommt mal Bewegung rein, Überraschungen, alles ziemlich schnell. Ja, eigentlich Erfolgsmeldungen, ne? Gute Nachrichten beruflich, schnelle Entwicklung, Projekte. Also hier geht es um positive, schnelle Veränderungen, ne? Das bedeutet, dass du von diesem König der Schwerter wahrscheinlich wegkommst, ne? Im Namen Gottes. Ich habe mal herausgefunden, wo meine Schweißausbrüche herkommen. Auch vom hohen Blutdruck. Oh, ja, hier kommen Menschen von früher. Begegnest einer alten Liebe wieder, ne? Schwelgst in Erinnerung. Jemand, dem, wo du sehr vertraut bist. Jemand, der wohl nicht toxisch war. Ja, außerdem machst du so Rückschau auf Träume, Menschen und Ziele von damals, alte Kontakte. Ja, erinnerst dich auch beruflich an Wünsche und Ziele von damals, ne? Ja, genau, Begegnung mit Menschen vom Frühjahr. Und das könnte schneller kommen als erwartet, ne? Ich habe ja hier auch Jugendliebe im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Ja. Du hast es auch mit einem Ritter der Schwerter zu tun, ne? Die funken ja überall dazwischen, ne? Die machen Chaos. Die sind ja sehr kalt, diese toxischen Leute. Frostig, aggressiv, ungeduldig, unberechenbar. Kann sein, dass du es in der Liebe, ich habe ja hier schon den Narzissten liegen, mit König der Schwerter oder Königin, ne? Dass du es hier mit einer sehr herzlosen, aggressiven Person zu tun hast, ne? Gibt's dauernd Auseinandersetzungen, ne? Beruflich viel Stress, ne?
Ja, Streitigkeiten. Ja, außerdem machst du dir Zukunft Sorgen, ne? Jo. Viel Stress. Ich habe ja gesagt, was das bei mir bewirkt hat, ne? Ich hatte mal einen niedrigen Blutdruck, ne? Da ging es mir gut. Und jetzt habe ich hohen Blutdruck durch den ganzen Stress gekriegt, jahrzehntelang. Jo. Zukunft und Verlassensängste, Sorgen, schlaflose Nächte, Albträume. Bist du müde am Tag, ne? In der Liebe viel Kummer, fühlt sich verlassen, ne? Jo. Schlaflose Nächte. Wegen Überforderung und Stress. Ja. Die Stresskarte. Ja. Du bist auch in der Liebe überfordert, fühlst dich allein gelassen. Ja, kein Wunder bei diesen Narzissten, ne? Da kannst du gucken, wo du bleibst, ne? Belastet in der Krise. Ja, ansonsten hast du vielleicht außenrum noch Stress, mutest dir zu viel zu, stößt auch an deine Grenzen, besonders wenn du krank bist, ne? Verpflichtungen wachsen dir über den Kopf, ne? Also wenn man alles Feuer wüsste, dann wird man sich auf viele Dinge nicht einlassen, ne? So, ich hole jetzt mal die nächsten. Aber es kommt hier jemand schnell aus der Vergangenheit zurück, ne? Alte Liebe. Wahrscheinlich eine Liebe, die wohl nicht toxisch war, ne? La 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 la. Wenn es dich doch gibt, ein Herz nur für mich schlägt. Wer sagt mir heut, was morgen noch zählt, wird die Welt bald neu geboren. Der Weg ist mit Sternen und Blumen gesät, ich spür, mein Held wird kommen. Siehst du, was ich seh, auch Wunder können geschehen. Drum wünsch ich mir Flüsse, die Wasser noch führen, Dornen, die weichen und Rosen, die blühen. Küss mich, halt mich, lieb mich, für immer küss mich, halt mich, lieb mich. Ein Prinz, der sein Leben, sein Herz für mich gibt, ein Kuss, der die Macht und den Zauber besiegt. Küss mich, halt mich, lieb mich, für immer küss mich, halt mich, lieb mich. Wie geht's denn weiter? Wirst du den Stress los im Namen Gottes? Jo, Freunde hast du. Es dreht sich um Freunde. Aber der Hund steht auch für Hilfe und Unterstützung. Menschen, die wo dir treu sind, loyal sind, die wo dich lieb haben, dich beschützen, ne? Ja. Ja, du hast dich zurückgezogen, ne? Fühlt sich auch einsam, das liegt ja hier auch in den Karten, ne? Hier gibt's Leute, die wohl deutlich deine Grenzen überschreiten, ne? Da kommt es wahrscheinlich zur Trennung, ne? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Glück, ne? Ja, 4 Tage, 4 Wochen, Also hier könnte eine glückliche, positive Phase auf dich zukommen, ne? Ja, wo gut ist für deine Gesundheit und für dein Leben, ne? Dort, wo du dich verwurzeln kannst, ne? Wo du dich frei fühlst, ne? Glück entwickelt sich, ne? Im Namen Gottes. Mir ist auch die letzten Tage überhaupt nicht gut. Man krank ist, dann macht nichts Spaß, ne? So, auf deine Seele sollst du achten. Du bist wahrscheinlich im Namen Gottes ein sehr sensibler Mensch, ne? Es kann sein, dass hier ein Narzisst, Psychopath, Soziopath auf deinen Nerven rumtrampelt, ne? Ja, vielleicht hast du aber auch Probleme mit Geld und alles, ne? Ja, vielleicht hast du es mit jemandem zu tun, der wohl süchtig ist, ne? Ja. So, hier könnte Nachrichten kommen, ne? Nachrichten, neue Menschen, der Hirsch, jemand, der wo dir wie ein Geschenk erscheint, ne? Du kriegst vielleicht von Gott jemanden geschickt, ne? Die Verstorbenen, die haben dich ja lieb und die wissen, dass du dir jemanden wünschst und dann schicken die dir die richtigen Leute, ne? So, im Namen Gottes. Was ist noch wichtig?
13, Neuanfang, ne? Also hier geht's vorwärts mit dem Neuanfang, wo es dann in kleinen Schritten vorwärts geht. Und 13 steht auch für Jesus. Ja? Ja. Neuanfang mit einem neuen Partner. Hm? Ja. Du gehst eine neue Beziehung ein. Du bist zwar an etwas oder jemanden gebunden, jemand, der, wo dir eventuell nicht gut tut. Da geht's aber, kommt's aber zur Trennung, ne? Ja, das können alle möglichen Verträge sein. Arbeitsvertrag, Mietvertrag, Ehe, Beziehung, ne? Ja, genau. So. Da kommt schicksalshaft, triffst du neue Menschen, ne? Kann sein, dass du durch toxische Personen in Krisen geraten bist. Du fühlst dich als Opfer, ne? Also tatsächlich wird man durch die richtig krank, ne? Weil man jeden Tag Stress hat, ne? Aber hier fängt eine neue Lebensphase an, ne? Wo du neue schicksalshafte Menschen kennenlernst und dein Karma greift. Hm? Im Namen Gottes. Da kriegst du auch hohen Blutdruck, ne? Hohen Blutdruck. Da wirst du krank, da kriegst du Magen-Darm-Beschwerden, Verspannungen, posttraumatische Belastungsstörungen, prätraumatische Belastungsstörungen. Also wenn du es mit toxischen, negativen Menschen zu tun hast, ne, wirst du krank. Im Namen Gottes. Was sollen wir denn noch wissen? Ja, vielleicht kriegst du jemand aus der Vergangenheit geschickt. Jo, dein Rucksack ist zu schwer, ne? Du fühlst dich überfordert. Ich habe ja auch die Stresskarte hier liegen, ne? Stößt an deine Grenze, bist sehr belastet, ne? Kannst das nicht mehr tragen. So, und hier schiebt dir jemand die Schuld in die Schuhe, ja? Der, wo dir wahrscheinlich die ganze Verantwortung aufbürdet. Jemand, der, wo dich auch beobachtet, ne? Ja? So, die geistige Welt sorgt aber jetzt für Gerechtigkeit. Das Karma wird greifen, ne? Außerdem kriegst du Botschaften aus der geistigen Welt, ne? Weil du ein wahrer Schatz bist, ne? Diese toxischen Leute, die wissen dich ja nicht zu schätzen, ne? Die beuten dich nur aus. Im Namen Gottes. Die haben keine Liebe in sich. Und wenn du nachher todkrank da hängst, hast du es denen egal, ne? So. Im Namen Gottes. Da sagen die doch, du wärst faul. Du nicht mehr kriechen kannst. Ja, toxisches Umfeld. Ja, kann auch sein auf der Arbeit, ne? So, und die klammern auch an dir, ne? Das kann sein in jedem Bereich, im Privatbereich, auch im Arbeitsbereich, ne? Ja, genau. So, da kommst du zu einer Entscheidung, ne? Jo. Hier geht ein neues Portal für dich auf, wo du auch durchgehst. Brunnen sind in der Märchenwelt, sind das ja Portale in andere Welten, ne? Ja, wenn ihr mal an das Märchen Frau Holle denkt, ne? So, und die stehen auch für Wunscherfüllung. Entscheidung für ein neues Portal, für Wunscherfüllung, positive Veränderung kommt. Dass du endlich mal Glück hast. Vielleicht glaubst du da schon gar nicht mehr dran. Immer wenn man an etwas gar nicht mehr glaubt, ne? Dann tritt es meistens ein. Im Namen Gottes. So, gucken wir mal. Ja, hier geht's um Neuanfänge. Hier habe ich die Babyflasche. Das könnte eventuell über Nacht passieren, ne? Oder abends, ne? So, hier habe ich den Kürbis, ne? Passt ja gut zu Halloween und zu der Herbstzeit. So, steht aber auch dafür, dass jemand hier permanent deine Ruhe stört, ne? Und diese bösen Geister werden vertrieben, ne? Man stellt ja nicht ohne Grund dann nicht da in die Kürbisse rein, ne? Ja. Hier kämpft jemand gegen dich, ne? Vielleicht sind es auch mehrere Leute. Ja, Leute, die wohl nichts in sich haben, ne? Da habe ich die Knochenhand, ne? Die greifen immer wieder nach dir und bekämpfen dich, ne? Besonders wenn du krank bist, da fällt ihnen das ja am leichtesten. Da liegst du ja schon am Boden, ne? Auf jeden Fall sind das Leute, die willst du nicht um dich haben, ne? Das sind Leute, die wohl mehr nehmen wie geben, ne? Ja. Da ist alles verwickelt und verwurstelt, ne? Ja. Was hab ich denn hier? Ja, da bist du halt weit weg von Freude. Aber hier könnte überraschend etwas passieren, was sich erblühen lässt, ne? Eventuell diese alte Liebe.
Ja, und diese negativen Leute, die kriegen jetzt einen Warnruf, Weckruf, die Glocken, ne? So, hier habe ich wieder den Fisch. Das bedeutet, dass du eine sehr sensible Seele hast, ne? Vielleicht hast du auch Probleme mit Geld. Achte auf dich und deine Seele. So, den Stern. Das bedeutet, es geht in die Wunscherfüllung. Hier wird etwas sicher gemacht und verankert. Ne? Ja, und zwar der Liebe. Ne? So, und du bist beschützt von den Engeln. Ne? Also die schützen dich so gut, wie sie können. Ne? So, hier habe ich Liebe. Du wirst auch geliebt. Ne? Ja, hier kann es sein, dass eine neue oder eine alte Liebe aus der Vergangenheit zurückkommt. Ne? Wo du in den Neuanfang gehst. Hier habe ich das Kinderpferdchen. Ne? So, das Ganze ist schicksalshaft. Ne? Ja. Schicksalshaft und karmisch. Wir leben ja jetzt im Karma-Jahr, ne? So, kann sein, hier habe ich den Papagei. Stressische Kommunikation, ne? Mit unseren lieben toxischen Leuten, ne? Vielleicht redest du und redest du und kriegst keine Antwort. Das kann auch sein, ne? So. Das wär's dabei von mir, ne? Also hier soll es zu einem Neuanfang kommen, zu einer neuen Veränderung. Glück mit neuem Partner, neue Beziehung, wo du eventuell eingehst. Schicksalshaft und karmisch, ne? Damit der Rucksack mal von deinen Schultern da genommen wird. Weg von diesem König der Schwertern und Ritter der Schwertern. Die stehen für toxische Leute. Ne? Ja, genau. Wie gesagt, da wird man richtig krank. Ne? Also es fängt so schleichend an, hat Qi, ne? Man kriegt Erkältung und je länger man mit diesen Leuten verbringt, desto schlimmer wird's. Ne? Du trägst keine Liebe in dir. Nicht für mich und für irgendwen, denn du trägst keine Liebe in dir. Dir nachzutrauern macht keinen Sinn mehr. Siehst du Streitigkeiten, ne? Ja, da hält sich jemand die Ohren zu. Du kannst es nicht mehr hören. Hier kommt es aber auch zur Reinigung. Die Ruten stehen für Reinigung. Hier streitet jemand permanent mit dir, ne? So, und du magst das. Den ganzen Mist da nicht mehr hören. So, das war's dann mal von mir, ne? Da freue ich mich wie immer über ein Like, einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst. Da kriegst du die Videos auch immer angezeigt, ist ja kostenlos, ne? Jo, hier kommt aber was mit Sicherheit, wo du auch offen dafür bist, ne? Und wo dich in den Erfolg führen wird, ne? Ja, genau. Du hörst auch nicht mehr hin, ne? Ja, etwas in deinem Umfeld kommt hier mit Sicherheit, wo es eine Veränderung gibt. Ne? Ja, vielleicht eine Basis, auf die wo du lange bauen kannst. Ne? Das kann natürlich auch ein anderer Wohnort sein. Ne? Auf jeden Fall mal dort, wo du dich zu Hause fühlst. So, das war's dann mal von mir. Dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag.